Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bogensportwissen vermittelt durch die Bogensportwelt. Und heute geht es um das Thema Pfeilgeschwindigkeit. Dazu habe ich einige verschiedene Pfeile vorbereitet. Jeder dieser Pfeile spielt in einer anderen Gewichtsklasse. All diese Pfeile passen vom Spine her so grob zumindest zu meinem 41,2 Pfund Kondor. Ablauf des Tests wird es jetzt sein, die verschiedenen Pfeilgewichte einmal durch den Chrono zu schießen und wir schauen uns mal die Entwicklung an, was passiert bei welchem Gewicht mit der Geschwindigkeit. Dann bin ich mal auf der Schießbahn angekommen. Ich habe vier verschiedene Pfeile mit verschiedenen Gewichten. Einmal meine Magnetosphere mit 306 bis 310 Grain. Dann habe ich die Exosphere Pfeile, das sind diese gelb befiederten hier, mit 360 bis 370 Grain. Dann die Gold Tips mit 416 bis 420 Grain und Holzpfeile mit 518 bis 527 Grain. Ja, und jetzt mal der Testdurchlauf im Schnellformat und dann sehen wir uns oben wieder im Studio. Ja, was soll ich sagen? Also so wirklich überraschend ist die Geschwindigkeitsabnahme nicht, wenn der Pfeil schwerer wird. Interessant ist aber, dass um die 200 Grain bis zu 44 Fuß pro Sekunde ausmachen. Des Weiteren fand ich sehr interessant, als ich die Daten mal in Excel eingegeben habe, wie sich das eigentlich verhalten hat jetzt in dieser Testreihe. Und zwar haben wir einen zunächst recht linearen Verlauf bezüglich der Grain per Pound und dann einen doch deutlichen Knick nach oben, während sich unsere Geschwindigkeit Fuß pro Sekunde sehr linear bewegt hat. In einem der nächsten Videos werde ich mal prüfen, wie sich das Zuggewicht eines Bogens auf die Pfeilgeschwindigkeit auswirkt. Wir sehen uns also im nächsten Video. Bis dahin, euer Sebastian. Ciao.